Store oder Google Play runterladen. Ein bisschen Lampenfieber. Also das ist wirklich verrückt, denn ich habe ja letzte Woche Mittwoch die Sendung schon mit Jens eröffnen dürfen in unserem neuen Studio. Aber heute bin ich das allererste Mal alleine, naja, fast alleine hier im Studio und bin ein bisschen aufgeregt hier. Nicht vor den Gästen, aber vor dieser neuen, schönen Kulisse hier alleine zu sitzen und mich auf die nächste Stunde gemeinsam mit Ihnen natürlich zu freuen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute auch wieder den Weg zum leichteren Leben gefunden haben. Und ich glaube, die Dame hier, Vera Müller, die kennt das Gefühl vom Lampenfieber, ja, oder? Ich schließe mich da gleich an die Aufregung. Sie sind seit über 60 Jahren auf der Bühne zu Hause, ja, als Schauspielerin, ja, am Theater. Sehr viel sind im Moment immer noch auf der Bühne und feiern ihren 80. Geburtstag im März auf der Bühne des Berliner Kriminaltheaters. Am kommenden Sonnabend, ja. Und mit zwei Vorstellungen gleich. Also nicht nur eine, wenn dann gleich doppelt. Wenn dann richtig. Lampenfieber auch nach 60 Jahren, gehört es dazu? Nee, nicht so sehr. Da ist mehr die Freude, dass es losgeht und dass ich da kommen darf und dass ich spielen darf. Nee, da Lampenfieber habe ich da nicht mehr, außer wenn was schief geht. Dann, aber das soll ja nicht sein. Wobei ich das immer am lustigsten finde, wenn Dinge schief gehen und man dann so ein bisschen improvisieren muss. Eigentlich macht das ja meistens Spaß. Zumindest wird man dann wach. Ja, das ist richtig. Aber ich klopfe immer auf Holz. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Dann geht alles gut. 80 Jahre, 60 Jahre, über 60 Jahre auf der Bühne zu Hause. Wie hält man sich fit? Indem man es einfach macht. 80 Jahre wird man von ganz alleine. Ich habe da nichts weiter dazu beigetragen. Es ist so gekommen. Es spielt aber trotzdem dadurch, dass man ja auch mitbekommt, dass sich unsere Welt verändert. Und davon können Sie ja wahrscheinlich auch ein Liedchen singen, dass sich einiges verändert hat, auch in den letzten Jahren. Spielt ein Thema wie Ernährung eine Rolle bei Ihnen? Ja, für mich schon. Und zwar ja, durch diese vielen schrecklichen Tiertransporte und so bin ich zur Vegetarierin geworden. Ja, nicht unbedingt militant, aber doch aus Überzeugung, weil ich das nicht in Ordnung finde, wie mit den Tieren umgegangen wird. Und dann esse ich halt sehr viel Gemüse und Obst und das macht mein Mann Gott sei Dank auch mit. Was ich ja toll finde, also mit 80 wirklich zu sagen, ich mache mir Gedanken um die Ernährung. Ich werde jetzt auch Vegetarierin, weil ich diese ganze Geschichte, was mit den Tieren in den letzten Jahren passiert ist, einfach so nicht mehr dulden kann. Wird mit Sicherheit die Herzen meiner anderen Gäste öffnen, denn das sind zwei Herrschaften, die sich eben auch mit Ernährung auseinandersetzen. Beide eben auch. Ich glaube, ihr seid Veganer, oder? Oder auch Vegetarier? Weder noch. Weder noch, aber ihr achtet auf die Ernährung, auf die gesunde Ernährung. Susanne Hohmann und Jens Schneider sind zu uns ins Studio gekommen und die stellen uns heute etwas vor, was auch sehr gut in unseren heutigen Zeitgeist passt, nämlich kohlenhydratfreie Brötchen. Wie das funktionieren soll, das sollen Sie uns selber erklären. Und ich freue mich über den Besuch von Matthias Heimberger. Der hat heute sich gedacht, ich gehe um 14 Uhr nochmal auf Sendung, aber davor, da gucke ich nochmal bei Leichter Leben vorbei. Und mit dir, Matthias, haben wir heute auch etwas ganz Besonderes vor. Wir spielen ein kleines Spielchen. Welches, das erkläre ich dir im Laufe der Sendung. Aber jetzt geht es erstmal um gesunde Ernährung. Low Carbling sind zu uns ins Studio gekommen. Ein neues Unternehmen, die wirklich etwas erfunden haben, wo ich glaube, dass sehr viele ernährungsbewusste Menschen drüber freuen, wenn man über ein kohlenhydratfreies Brötchen redet? Ja. Kann es sowas überhaupt geben? Naja, es ist fast kohlenhydratefrei und es ist eigentlich kein Brötchen. Ich glaube, du probierst das einfach mal. Das hier, ja? Genau. Das hier wahrscheinlich eher weniger. Na, die Semmel, die hat ja wahrscheinlich schon das eine genau, oder andere Genau, das ist einfach der Vergleich, dass du sehen kannst. Du kannst so viele Brötchen von unseren Low-Carblingen essen und hast die Kohlenhydrate aufgenommen von einer halben Weizensemmel. Das heißt, der ganze Korb, so wie ihr es mir vor der Sendung wirklich erzählt habt, der ganze Korb enthält so viel Kohlenhydrate wie diese halbe Semmel. Genau. Krass. Jetzt muss ich nur noch schmecken. Ich bin gespannt.
Du hast jetzt die Version, den ganz normalen Standard-Low-Carb-Ling, den du gerade probierst. Hier drüben kannst du gerne noch den mit Kümmel probieren. Der wird sehr gern gekauft, einfach weil er ein bisschen würziger ist. Mit Quark, Käse, Wurst. Es schmeckt nach einem guten Brot. Mhm. Also es schmeckt wirklich nach einem guten Brot. Und es ist eigentlich für viele wahrscheinlich, die sich über kohlenhydratfreie Ernährung Gedanken machen, nicht machbar, oder? Dass man wirklich ein Brot herstellen kann, genau, ohne Kohlenhydrate, das trotzdem schmeckt. Genau, weil das Problem, was dahinter steckt, ist das Weizenmehl. Das Weizenmehl sorgt dafür, dass es schön, naja, ich nehme mal, ich finde es besonders eklig, dass es schön fluffig wird. Vielleicht ist das jetzt auch nicht die ideale Weizensemmel, aber normalerweise ist es dieses Fluffige. Und das ist natürlich sehr schwierig. Hier, jahrelange Mühe, dass es so fluffig wird, ohne dass Kohlenhydrate drin sind. Und das ist das Geheimnis des Low-Carb-Links. Dass es trotzdem ein Brot ist, was eben nicht platt ist. Wir haben ja sehr oft bei den veganen Produkten das Problem, dass sie mit Ei und Milch sehr, sehr platt werden, keinen Geschmack haben. Ja, und die Fluffigkeit halt auch, genau, wirklich fehlt. Genau. Ne? Ich meine, wir haben uns vor der Sendung ja schon so ein bisschen unterhalten. Es ist natürlich schon ein Zeitgeist. Ne? Kohlenhydratfreie Ernährung spielt für sehr viele eine große Rolle, vor allem für die, die natürlich jetzt auch auf den Frühling blicken und abnehmen wollen. Ja. Also ist das auch der Grund, warum ihr gesagt habt, kohlenhydratfreie Ernährung ist so ein absoluter Renner? Müssen wir irgendwas erfinden? Nein. Es war so eine Kombination aus meinem eigenen Lebensstil. Ich hatte gesundheitliche Probleme und habe herausfinden wollen, wo kommt das her? Und bin über das Thema Low-Carb-Ernährung genau dazu gekommen, auf Kohlenhydrate zu verzichten oder sie zu reduzieren, um einfach zu sagen, ich möchte in meinem Ernährungsplan mehr Spaß, mehr Gefühl, mehr Genuss. Und wenn ich immer nur Kohlenhydrate esse, die mich ja sehr sättigen, habe ich ein Völlegefühl, fühle mich wirklich überfuttert. Und das ist einfach, wo ich sage, wir wollen ja gesund essen und wir wollen auch was aufs Brötchen legen. Genau, aber das ist genau ein ganz wichtiger Punkt und ich bin froh, dass du den Jens mitgebracht hast, deinen Göttergatten nämlich an der Seite. Denn gerade für Männer ist es natürlich schon oft schwierig, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Ihr habt ein anderes Sättigungsgefühl, wenn ihr noch Sport macht oder sonst irgendwas, dann ist es ja gerade wichtig, Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Und dann ein Brot zu machen ohne Kohlenhydrate hält ja nicht lange an, oder? Ja, insbesondere, wenn man dann am Wochenende, wenn man Zeit hat, viel Sport macht und die Woche über viel auf Dienst war, dann hat man sich zwangsläufig immer wieder Kohlenhydrate reingefahren, weil man kriegt das eben nur Fastfood und selbst wenn man sich beim Bäcker eine Semmel kauft, es gab halt nichts im Angebot, was mir gut geschmeckt hat und was zum bewussten Lebensstil dazu gepasst. War auch ein Thema für dich oder war es eher das Thema, nachdem deine Frau gesagt hat, wir müssen da irgendwas machen? Es war ein Thema für mich, aber sie hat mich drauf gebracht. Jetzt denke ich, gibt es ja viele, die auf Kohlenhydrate verzichten, gerade in Ernährung, aber für die eben ein ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema ein gutes Brot zu essen, ein ganz schlimmer Verzicht ist. Ja. Denn es gibt ja nichts Leckeres, als wirklich abends oder so eine gute Stulle zu machen, ja, mit ein bisschen Butter drauf oder sonst irgendetwas, ja, und es zu sich zu oder nehmen. Oder am Wochenende ausgehendes, ja, Frühstück. Einfach mal was, genau. Ja. Und da ist der Verlust für so ein Brötchen ist dann schon etwas, wo man sich für denkt, mich war gibt schlimm. Kein Ersatz. Für mich war schlimm, ich habe am Anfang tatsächlich Salatblätter mit Salami belegt oder mit Käse. Und ich fand das gruselig. Ich habe mir gedacht, das möchte ich nicht. Und das war wirklich, wo ich sage, und weil du vorhin gefragt hast, wie geht das ohne Kohlenhydrate? Na, das geht einfach, weil wir sehen es ja. Und der Hauptbestandteil dieses Brötchen, der besteht zu 70% aus Eiweiß und Ballaststoffen. Und das ist eben sehr gesund für den Körper. Das Interessante daran ist, dass ihr gar nicht aus dem Bereich Ernährung kommt. Jetzt denkt man, ein Bäcker oder irgendjemand, der wirklich das gelernt hat, der macht sich vielleicht wirklich Gedanken darüber, den Kunden etwas anzubieten, was es halt in der Form noch nicht gibt. Wir waren überrascht, dass es das nicht gibt, weil wir wollten Brötchen nicht verzichten und wir wollten die Low Carb haben und dann haben wir geguckt und es gab nichts. Es gab nur Backmischung, oder? Du hast damit rumexperimentiert. Ja, also ich habe tatsächlich lange gesucht und dann bin ich, gerade weil es auch schnell gehen sollte, auf Backmischung gestoßen. Was mich so ärgert, ist einfach der Aspekt, diese vielen E-Stoffe, die wir drin haben, die vielen zusatzungesunden Stoffe, eben die E-Stoffe, aber auch Themen wie Zucker. Das ist für mich immer so ein No-Go, wo ich einfach finde, da ist gerade in der Lebensmittelindustrie der Ansatz, wir packen Zucker und Fette rein, weil das sind Geschmacksverstärker und man merkt gar nicht, wie ungesund man isst.
Jetzt ist es natürlich so, dass du noch ein weiteres Thema angesprochen hast, wenn es um gesunde Ernährung geht, nämlich zuckerfrei ist ein absolutes Thema, was in der Gesellschaft angekommen ist. Jetzt ist die vegane Ernährung ein absolutes Thema, das angekommen ist. Ihr verpackt das in irgendeiner Form alles in eurem Produkt? Ja. Wir nehmen halt rein biologische und regionale Bestandteile und geben einfach nichts zu, ne? Und haben so lange rumexperimentiert, bis es auch ohne Kohlenhydrate so schmeckt wie eine richtige Semmel. So lange rumexperimentiert ist ein gutes Stichwort, denn die ersten kohlenhydratfreien Brötchen sahen auch nicht so aus, wie die jetzt aussehen, sondern die sahen ein bisschen anders aus. Wie die ausgesehen haben, was ihr alles so getan habt, wie sich das weiterentwickelt hat, wie es im Moment beim Verbraucher ankommt. Themen, über die wir natürlich noch sprechen werden. Sie können sich auf jeden Fall freuen, denn auf der einen Seite seid ihr kein normaler Bäckerhandel, wo man morgens hingeht und seine frischen Brötchen holt, aber man kann sie bestellen. Online. Das heißt, ihr verschickt sie wirklich online-mäßig zu den Verbrauchern, also zu den Kunden nach Hause. Wie das Ganze funktioniert, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Und, ich muss erstmal schlucken, weil ich habe gleich nochmal abgebissen. Und ein Zuschauer, der hat die Chance, das Ganze mal zu testen, denn es gibt so kleine Probepakete, die ihr den Menschen auch zusammenstellt. Was ist da drinnen in diesem Probepaket? Eine Semmel mit Kümmel und eine Semmel ohne Kümmel. Ah, okay. Das heißt, da kann man es mal testen, ob man Gefallen daran findet. Und ich bin mir sicher, wenn Sie auf der Suche sind nach eben der gesunden, der etwas anderen, der leichten, aber doch powervollen Ernährung, dann sind Sie hier bei diesem Produkt genau richtig. Allerdings, wenn Sie diese Semmeln, diese Brötchen gewinnen wollen, dann sollten Sie wie immer Folgendes tun, nämlich auf unseren Anrufbeantworter sprechen und folgende Frage beantworten. Wir wollen heute von Ihnen wissen, welches Produkt präsentieren eigentlich Susanne und Jens heute? A, den Low Carbling oder B, den High-Fatling. Den High-Fatling. Bis 15 Uhr ist unser Anrufbeantworter geschaltet. Der Hinweis, dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet, den kriegen Sie heute auch wieder von mir. Mobil kann es etwas teurer werden. Alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Und ja, wie gesagt, wenn Sie mal die gesunde Ernährung testen wollen, dann ist es heute genau der richtige Zeitpunkt. Vera Müller, ja. Ich freue mich sehr. Wir waren ja auch mal beim Berliner Kriminaltheater in diesem Jahr zu Gast. Ja. Das bedeutet, wir durften mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, denn wir waren ja mit Leichter Leben on Tour und haben uns gedacht, ja, wir haben so viele Menschen von euch eingeladen in der letzten Zeit, so viele Berliner Kriminaltheater-Mitarbeiter kennengelernt, dass wir gesagt haben, wir wollen auch mal gucken, wie sieht es denn da eigentlich aus. Ja. Und wenn Sie die Folge im Übrigen verpasst haben sollten, können Sie sich die nochmal angucken. Bei Facebook, bei YouTube, da sind die natürlich alle noch gespeichert. Und es war sehr beeindruckend, denn das Berliner Kriminaltheater ist irgendwie ein bisschen ein anderes Theater, oder? Mhm, das ist ein tolles Theater. Das ist ein tolles Theater, das stimmt. Es ist ein Theater, wo man wirklich auch sagen kann, es ist familiär, man hat da so ein gewisses Zuhause gefunden. Ich glaube nicht jedes Theater und Sie haben ja wahrscheinlich in Ihrem Leben schon viele Theater kennengelernt. Oh ja. Nicht jedes Theater hat diesen Charme wie das Berliner Kriminaltheater, oder? Nee, wir sind also alle untereinander ein gutes Team. Und das ist also etwas, wir freuen uns jeden Abend darauf, wenn wir uns da treffen. Und ja, ein tolles Theater ist es schon deswegen, weil wenn ich so zweimal in der Woche morde, dann habe ich zu Hause ein friedliches Leben. Ja, genau. Es geht natürlich wirklich um Morde. Auch der Fall oder beziehungsweise das Stück, über das wir später auch nochmal reden, da spielen Sie natürlich auch eine Krimi-Rolle quasi. Arsen und Spitzenhäutchen, auch eine tolle Rolle. Ja, das sind dann nur 12 Männer, die ich da umbringe. Ja, nö, das kann schon mal passieren. Und da lasse ich mir ja auch von meiner Schwester helfen. Also ich mache nicht alleine diese Morde. Dieses Jahr ist ein Datum für Sie, wo Sie gesagt haben, das möchte ich mal ein bisschen anders feiern, nämlich auf der Bühne, meinen 80. Geburtstag. Ja, na, ich habe schon viele Geburtstage auf der Bühne gefeiert in den 60 Jahren. Und ja, als ich 60 wurde, habe ich... Da war ich der Mitterrand auf der Bühne im kleinen Theater am Südwestkurs. Und ja, also ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen. Die letzten Geburtstage, wo auch der Dennis mit dabei war, der mich heute hier... Das ist Sprecher vom Berliner Kriminaltheater. Ja, da habe ich... wo habe ich denn da... Also ist wurscht. Jedenfalls habe ich schon viele Geburtstage auf dem Theater gefeiert. Für mich waren über viele Jahre immer nur der Heiligabend der freie Tag. Mhm. Weil ich an Theatern gespielt habe, die jeden Tag gespielt haben.
Dann fing es an, dass man sonntags nicht mehr spielte oder dass man montags nicht mehr spielte. Und so wie ich es jetzt habe, dass ich so mal auch eine Woche frei habe und so, das hatte ich über viele Jahre in meinem Beruf nicht. Ich habe die Zeit noch erlebt, wo 100 Vorstellungen das Mindeste war an einem Stück, wenn nicht 1000, ja. Disziplin natürlich. Ja. Und ich glaube auch, Sie sind natürlich auch in einer Zeit auf die Bühne gekommen, wo man als Schauspielerin ja nicht einfach mal in irgendeiner Castingshow mitgemacht hat, sondern wo man schon auch eine richtige grundsolide Ausbildung mitmachen musste, um wirklich auch erfolgreich zu sein. Ja. Also Ausbildung hatte ich an der Max-Reinhardt-Schule und durch die Max-Reinhardt-Schule bin ich irgendwie ans Schloss und Theater und ans Schillertheater gekommen. Und zwar, weil ich dort vorgeschlagen wurde für eine Komparsenrolle. Und zwar suchte Herr Barlock für die französische Komödie, die Pariser Komödie hieß das Stück, Brigitte Bardot-Typen, so Pferdeschwanz, Busen. Und alle Mädchen, die da sich vorgestellt hatten, entsprachen seinem Bild, aber nur ich nicht. Und dann wollte er mich nicht alleine nach Hause schicken und dann war ich die Einzige, die eine richtige Rolle gekriegt hat, weil er sich ausgedacht hat, in dieses Stück muss jetzt ein Zeitungsjunge. Und das war das erste Mal, dass ich mit Text auf der Bühne im Schlossparktheater stand. Und weil Sie jetzt sagen, Casting, die nächste Rolle, die ich dann von Herrn Barlock bekommen habe, die habe ich bekommen durch eine Postkarte, weil Telefon hatte ich keins. Da kam eine Postkarte zu mir nach Hause, am so und so vielten um so und so viel Uhr. Beim Pförtner im Schillertheater und da habe ich mir ein Textbuch abgeholt. Ich wusste gar nicht, worum es ging. Mhm. So ist das bei mir am Anfang gelaufen. Aber die Ausbildung hatte ich an der Reinhardt-Schule schon eine richtige. Jetzt hat sich mit Sicherheit in diesen Jahren auch vieles getan. Gibt es so eine Zeit, wo Sie sagen, das war schon auch eine tolle Bühnenzeit? Also gerade wenn man als Schauspielerin, als Theaterschauspielerin tätig ist, dann gibt es ja vielleicht irgendwann schon diese Momente, wo man sagt, naja, das Alter geht ja nicht spurlos an jemanden vorbei. Früher hat man vielleicht die junge Geliebte gespielt, heute ist man vielleicht eher die böse Schwiegermutter. Gibt es da so diese Ängste, Angst werden vor dem Alter? Ich habe das große Glück gehabt, dass ich so eine Durchstrecke nicht hatte in meinem ganzen Leben. Und ich bin eigentlich froh, dass ich die Rollen spiele, die ich jetzt spiele. Ich hätte gar keine Lust mehr, ne, Julia zu sein. Oder, klar. Nee, da habe ich einfach Glück gehabt. Mhm. Und es gibt doch eine Menge, hier in meinem Leben gibt es doch auch Menschen, die so alt sind wie ich. Und auf der Bühne soll doch Leben dargestellt werden. Mhm. Und deswegen denke ich, wenn da ein Problem entsteht, dann liegt es daran, dass vielleicht die Autoren oder die Intendanten nicht genügend Fantasie haben mit älteren Menschen, also nicht nur Frauen. Hm. Mit älteren Menschen umzugehen. Frauen haben es natürlich besonders schwer, ist richtig, aber ich hatte Glück. Ob es einen Generationskonflikt heutzutage gibt, darüber werden wir uns auch noch ein bisschen unterhalten. Das heißt, wie gehen wirklich Menschen mit dieser Bühnenerfahrung, 60 Jahre Bühnenerfahrung, mit vielleicht den jungen Schauspielern um? Ob es da manchmal zu der einen oder anderen Diskussion kommt oder ob Theater halt Theater ist und sich da was das Arbeiten an für sich anbelangt, gar nicht so viel verändert hat. Darüber werden wir uns auch gleich noch unterhalten. Jetzt machen wir erst ein kurzes Päuschen und und dann kommen wir gleich wieder. Der Hexenkalender für 2019 ist da. Stefanie Gralewski, die Expertin für Rituale und Mythologie, hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Feiertage der verschiedensten Religionen zusammengestellt. Der Kalender im A5-Format enthält mehr als 300 Ritualanleitungen und führt Sie durch ein Jahr voller Liebe, Glück und Leichtigkeit. Übrigens, erstmals gibt es für 2019 einen kleineren Hexenkalender im Taschenbuchformat. Ideal für unterwegs. Bestellungen und weitere Informationen unter www.kartenlegen-berlin.de oder unter Telefon 030 9561 9248. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien.
Matthias Heimberger, gerade mal ein bisschen vorbei. Wir haben uns gedacht, unsere Zuschauer mögen das ja gerne, Matthias, euch ein bisschen von anderen Seite lernen. Und ich habe am Wochenende mit meiner besten Freundin ein lustiges Spiel gespielt. Da ging es eigentlich um, ich habe noch nie Fragen. Das heißt, um Dinge, wo man sich denkt, man kennt den Menschen schon ganz gut, aber durch diese Fragen klärt man ihn nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise neu kennen. Ich habe mir gedacht, wir spielen mal dieses Spiel, oder? Hast du Lust? Ja, das ist eine gute Idee. Zu deiner Premiere, zu deiner alleinigen Premiere. Ja, da können... Ich bin ja nur deswegen hier. Da können allerdings ein paar Fragen kommen. Ich weiß nicht, ob du alle beantworten wirst, aber ich bin mal sehr gespannt, weil es gibt bestimmt auch das ein oder andere, über das wir dann nochmal reden müssen. Bist du bereit? Du hast ein Schildchen und hebst einfach dann quasi, ob du schon oder ob du noch nie. Genau. Fangen wir mal an mit, ich habe mich noch nie in einen oder eine Kollegin verliebt. Ich habe mich noch nie, wenn ich noch nie habe, muss ich so halten, genau. Richtig? Genau. Noch nie? Noch nie. Dabei sagt man immer, dass man im Berufsalltag ja die Menschen am ehesten kennenlernt oder so. Ich denke, das Problem ist, ich bin ja unmittelbar nach meiner Ausbildung sofort in die Selbstständigkeit gewechselt. Du hast gar keine Kollegen. Und habe in dem Sinne zwar Beraterkollegen, aber die sind fast alle deutlich älter als ich. Und eine Dame in meinem Alter, jetzt zum Beispiel bei Astro TV, wo man sich auch mal trifft, gibt es gar nicht. Also von dem her... Ist Nein. es schwer, sich in irgendeinen Kollegen oder so zu genau, verlieben. Genau, das ist wahrscheinlich der Grund. Ich habe mich noch nie geprügelt. Habe ich auch noch nie. Auch noch nie. Gab es noch nie eine Situation oder weil du generell Gewalt ablehnst? Ich lehne Gewalt ab und habe das Glück gehabt, immer zur richtigen Zeit am Ort zu sein, wo keine Schlägereien waren, ja. Mhm. Also, Zivilcourage, aber wäre das ein Thema, also wo du sagen würdest, da würde ich auch dazwischen gehen? Ja, das kommt immer darauf an, wie die Situation ist. Also ich glaube, da würde ich dann schon vernünftig überlegen, ob ich mir das zutraue, dazwischen zu gehen oder lieber die Polizei zu rufen. Mhm. Weil man hilft ja niemandem davon, wenn man sich selbst in Gefahr bringt. Aber natürlich, wenn was ist, die richtige Hilfe zu leisten, klar. Mhm. Ich habe mir noch nie gewünscht, mit jemandem den Körper zu tauschen. Doch, das habe ich mir schon gewünscht. Ja? Ja. Mit wem? Mit Emma Watson. Oh Gott. Jetzt dachte ich immer, es kommt sowas wie Arnold Schwarzenegger oder ich weiß es nicht. Emma Watson, ja? Ja. Warum? Mit Emma Watson. Ja, sie ist wunderschön, wird von allen bewundert. Wer will das nicht? Und aber wieso hast du dir eine Frau ausgesucht? Naja, weil Männer meistens zwar naturschön sind, aber nicht so bewundert werden für ihr Aussehen wie eine Frau. Und ich bin grundsätzlich sehr glücklich, in dem Körper eines Mannes zu sein, aber so in einem Moment, wo man Emma Watson in ihren ersten Harry Potter Filmen gesehen hat, also jetzt nicht unbedingt in den ersten dreien, aber danach von allen bewundert, also... Ich meine, eine männliche ja, Emma Watson wäre dann du, wahrscheinlich du bist ja auch jemand, der wirklich ja auch viel Fernsehen oder der da schon auch gut unterwegs ist. Das heißt, Dinge, die dich interessieren, die guckst du dir dann auch an heute. Das stimmt. Die Oscar-Nacht oder so, war das Nein, auch ein Thema für dich? Nein, das ist nichts. Nein, dieses Jahr nicht, war keine hübsche Schauspielerin nominiert, finde ich. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit, jedes Mal wahrscheinlich, wenn ich die andere also keine rede, sage ich, Emma Watson ist heute bei uns zu im mir Studio, irgendwie ist, alias... Ja. Matthias Heimberger, ja, sehr schön. Ich habe noch nie die Zeche geprellt. Habe ich tatsächlich noch nie, so rum. Mhm. Habe ich tatsächlich noch nie. Finde ich gut. Sind ja meistens dann wirklich irgendwie, also manchmal hat man dieses Gefühl, jetzt hat man zum achten Mal irgendwie nach der Rechnung gefragt und der kommt immer noch nicht. Aber es sind dann immer die Kellner wirklich die Leidtragenden, ne? Die müssen das aus der eigenen klar. Tasche bezahlen. Ich habe noch nie gekifft. Darf man das um 14 Uhr? So eine Frage stellen? Habe ich noch nie. Hast du geraucht Gott, schon, richtig, aber nicht gekifft. Richtige Antwort. Richtige Antwort. Toll. Ich habe mich schon mal geschämt für einen Job. Ja, habe ich schon. Ja, was war das für ein Job? Ich habe mal in einem anderen TV-Format mich als Hellseher dargestellt. Und wie ich dort dargestellt wurde, habe ich mich geschämt über diese TV-Aufnahme. Ah, okay. Das heißt, wie man... Wie man dann damit umgegangen ist in meinen ganz frühen Jahren mit der ersten Fernseherfahrung. Hat sich das geprägt? Also, dass du sagst, da bin ich jetzt vorsichtig dadurch geworden? Ja, sehr. Aber bist natürlich trotzdem immer noch hier bei Astro TV, weil du hier natürlich auch in Sicherheit bist, ne? Ja. Hast du schon mal jemanden gestalkt, ist jetzt so blöd gesagt, aber jemanden, den du faszinierend findest, vielleicht auch eine private Person, mal im Internet gegoogelt, mal geguckt? Privat nie, aber Emma Watson zum Beispiel.
verfolge ich ständig das Instagram-Profil. Also das ist schon so eine Frau, die würdest du nicht, wie sagt, hat man früher mal gesagt, nicht von der Bettkante stoßen. Nein, definitiv nicht. Ja? Aber ich glaube, das würde kein Junge in meinem Alter, der auf Frauen steht. Oder wenige Jungen. Ich habe noch nie über jemanden Lügen verbreitet. Also bewusst aktiv noch nie, dass irgendwie mal etwas anders dargestellt worden ist. In einem persönlichen Gespräch passiert ja immer mal, aber aktiv jetzt jemanden schlecht geredet, nein. Ich habe noch nie einen Gegenstand absichtlich kaputt gemacht, weil ich neidisch war. Also kannst du auch weit zurückgehen, so ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, habe ich bestimmt schon, aber fällt mir jetzt partout nichts ein. Ich bin eigentlich nie so der Typ, der irgendwie Wut ist oder so, sondern ich fühle mich durch fremde Leistungen eher getrieben, das dann auch zu erreichen und dann größer und besser. Ich habe noch nie ehrenamtlich für die Gesellschaft gearbeitet. Das stimmt auch nicht. Also du hast schon ehrenamtlich gearbeitet, richtig. Was machst du? Ich mache zum Beispiel regelmäßig Wahlhelfer bei Wahlen, weil ich das ganz spannend finde, die ganzen Wähler zu treffen und das auch ganz wichtig finde, damit wir in einer Demokratie leben und dass die natürlich auch am Laufen gehalten wird. Das ist ganz wichtig, dass man da zum Beispiel hilft. Also das ist jetzt so das erste Beispiel, was mir einfällt. Oh, jetzt kommen natürlich hier noch, ich habe noch nie die Polizei bestochen und so weiter und so fort, aber jetzt sind wir schon am Schluss leider angekommen. Aber die Fragen hebe ich natürlich noch auf, denn das macht Spaß, oder? Also man muss selber ein bisschen drüber nachdenken, man muss so ein bisschen ehrlich sein eigentlich. Die waren jetzt noch nicht so gemein eigentlich, die Fragen, aber man hat wieder einen kleinen Einblick bekommen in dich und in dein Denken, was mir immer besonders gut gefällt. Vor welcher Frage hättest du Angst gehabt? Also hättest du was gegeben, wo du gesagt hast, oh Gott, das wird hoffentlich mit mir diese Frage nicht gestellt? Ja, aber ich glaube, das wäre dann eher nicht zu dieser Tageszeit gewesen. Ich hätte noch schlüpfrige und provokanten Fragen. Ja, da wolltest du ja dann nachts mal in meine Sendung kommen. Da komme ich dann mal nachts, wenn man drüber reden kann, so ab 22 Uhr. Matthias, genau. Ab 15 Uhr. Das heißt, nach Leichter Leben bist du wieder für die Zuschauer am Start. Genau. Ich mache das immer sehr gerne, wirklich so ein bisschen privater mit euch Beratern zu reden, weil man einfach da feststellt, dass ihr eigentlich ganz normale Menschen seid, die Spaß bei der Arbeit natürlich haben, die Menschen natürlich auf ihre Art und Weise weiterhelfen, aber ein ganz normales Leben auch privat führen. Genau. Das finde ich ganz schön. Wie lange bist du noch in Berlin? Ich bin jetzt noch bis morgen in Berlin und dann komme ich im März wieder. Also ich bin so alle 4 Wochen in Berlin, freue mich immer auf die Zeit. Berlin ist eine tolle Stadt. Absolut. Bin natürlich auch gerne zu Hause, aber ja. Wenn Sie Fragen haben, ab 15 Uhr ist Matthias Heimberger wieder für Sie da. Das heißt, bleiben Sie quasi dann hier bei uns und freuen Sie sich drauf, denn dann mit einem Spezial, das will ich gleich mal sagen, was ganz Neues, habe ich so noch nie gemacht, sollten Sie auf jeden Fall reinschauen. Verraten wir auch nichts, das ist ein viel besserer Cliffhanger, sondern genau. Wenn Sie es wissen wollen, was das Spezial ist, dann um 15 Uhr natürlich einschalten. Jetzt gucken wir erstmal, was die Woche noch so bringen wird, denn der Mond, der beeinflusst uns ja auch und wir gucken mal, was diese Woche das Mondhoroskop uns rät oder ja, von was es uns abrät.
So, ich habe jetzt gerade ein bisschen Brötchen verteilt, denn Vera Müller ist ja bei uns. Die ist Begleitung von Ben Schönwetter, dem Pressesprecher vom Berliner Kriminaltheater. Und es ist ja immer schön und gut, wenn ich über Produkte urteile. Ihr habt ein ganz besonderes Produkt mitgebracht, Low Carbling. Susan Herrmann und Jens Schneider sind zu Gast. Die sind die Erfinder von, ja, man kann quasi sagen, dem fast kohlehydratfreien Brot, das ihr auf den Markt gebracht habt. Eigentlich eine Revolution, ein Produkt, nach dem viele, viele Menschen wirklich schreien, gerade wenn es jetzt wirklich um Diäten geht, um eine leichte, powervolle Ernährung. Ne? Ja. Genau. Ich frage jetzt einfach mal, Dennis sitzt da hinten ganz bequem. Daumen hoch oder Daumen runter quasi für das Brot. Also, ist gut, ne? Ja. Frau Müller? Nein, aber man mag ja. Es nicht vermuten. Ne? Ich habe jetzt nur ein bisschen wie ein kleines Kaninchen da dran rumgekaut. Ich liebe Kruste. Deswegen habe ich auch den kleinen Kanten genommen und ich bevorzuge Sauerteigbrot. Okay. Ja. Wahrscheinlich ist es natürlich jetzt auch noch nicht das Ende eures Produkts, sondern ihr werdet wahrscheinlich in einer kleinen Art Hexenküche immer weiter probieren, das Ganze natürlich noch zu vervielfältigen, nicht nur auf eben zwei Produkte euch zu konzentrieren, sondern eben auch wirklich alle möglichen Tests noch zu machen. Wie lange hat es denn gedauert im Endeffekt, bis ihr wirklich so ein Brot zustande gebracht habt? Also ich glaube, von den ersten Anfängen, von dem ersten Brötchen oder Brot, was rauskam, so lange, bis es mir dann auch geschmeckt hat, hat es 2 Jahre gedauert. Und da gibt man nicht auf, also dass man irgendwann mal die Sache in die Ecke wirft und sagt, ja. Na, es scheint halt nicht zu klappen. Viele haben es wahrscheinlich probiert, deswegen gibt es das noch nicht auf dem Markt, aber wir kriegen es halt auch nicht hin. Naja, verzweifelt war ich schon oft. Also, aber es hat mich halt gewurmt. Ich wollte halt unbedingt, dass es weitergeht. Ich wollte halt nicht aufgeben. Es war ja eine Lücke, die ich für mich in der Ernährung hatte, die ich füllen musste. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt einfach weiter experimentiert und den Teig dann meistens einfach in Restmüll, beziehungsweise in Biomüll. Das war halt irgendwie alles schwierig. Aber irgendwie war man dann auch doch motiviert zu sagen, ich möchte dranbleiben. Es ist mir ein Anliegen. Habt ihr mit Bäckern oder so zusammengearbeitet, die zum Beispiel dann auch euch abgeraten haben? Weil ich denke mal, ihr werdet ja nicht die Einzigen sein, die so eine Idee irgendwie zusammengesponnen haben. Nee, wir haben, deine Frage zu beantworten, nein, wir haben nicht mit Bäckern zusammengearbeitet. Und ja, es gibt natürlich sehr, sehr viel Konkurrenzprodukte am Markt. Nur damals, vor 7 Jahren, als ich damit angefangen habe, gab es fast nichts, nur Backmischungen. Und ich glaube, ein Anbieter aus Österreich, der auch so fertig Brötchen hatte, die waren aber gar nichts. So eher diese Toastbrötchen aus dem Supermarkt. Und selbst jetzt ist es mit Zusatzstoffen versehen oder mit Zucker aufgepeppt. Also so mit rein natürlichen Bio-Zutaten, wie wir sie haben, auch vegan, gibt es nicht. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass man Brötchen, Brot gerne frisch habt. Ja. Jetzt kann man euch wahrscheinlich noch nicht überall bei jedem Bäcker irgendwo finden, sondern in erster Linie im Internet. Wie funktioniert da der frische Gehalt quasi. Ja. Also zum einen, die Brötchen, die Sie da jetzt haben, die schmecken zwar super frisch, das sind sie aber gar nicht. Sondern wir haben sie hergestellt, wir haben sie kurz eingefroren und auftauen lassen. Und die könnte man jetzt sogar noch, wenn man es knuspriger mag, noch antoasten. Mhm. Also die sind tatsächlich, weil wir auch auf Milch und Eier etc. verzichten, eine Woche haltbar, ohne dass man sie, also ganz normal haltbar, und wir versenden sie vakuumiert. Und in der Gegend, wo wir herkommen, Nürnberg, Fürth, da wird es auch lokal direkt vertrieben. Wie gehen aber jetzt zum Beispiel die Bäcker, weil wahrscheinlich gehört das auch zu eurem System dazu, dass Jens, du hast es mir vorhin gesagt, du bist so ein bisschen der Vertriebler natürlich auch in dem Unternehmen. Das heißt, dass man schon auch so Klinken putzen muss und vielleicht von dem einen oder anderen Bäcker zu Bäcker wandert, um zu sagen, probiert mal das Produkt. Also wie sind die drauf eingestellt? Haben wir noch nicht. Also tatsächlich haben wir es wirklich aus Eigenbedarf produziert und dann haben wir es immer mal wieder Freunden, Bekannten und so weiter oder Arbeitskollegen angeboten und das ist halt auf super Resonanz gestoßen und wir haben so viele Bestellungen mittlerweile, dass wir noch gar nicht aktiv auf den Supermarkt oder irgendeinen Bäcker zugegangen sind. Okay. Das können wir uns aber vorstellen. Das heißt, der Markt, der ist noch offen für euch. Ja, bisher war es ein Hobby und wir stehen jetzt davor, den nächsten Schritt zu gehen.
Lebensmittel ist natürlich in Deutschland auch schon ein sehr kontrollierter Bereich. Das heißt, wie geht ihr da vor? Also habt ihr mittlerweile eine eigene Küche? Produziert ihr zu Hause? Weil ich glaube, das wird das Gesundheitsamt nicht. Wahrscheinlich genau. Nicht besonders gerne sehen. Genau, nee, wir sind in einer Küche eingemietet, wo wir je nach Bedarf backen dürfen. Und es unterliegt natürlich den deutschen Gesundheitsverordnungen, steht außer Frage. Hm. Unsere Lieferanten sind ausschließlich regional und bio. Das ist uns wichtig. Wir wollen wissen, wo die Zutaten herkommen. Wir experimentieren nicht mehr, was die Rohstoffe angeht, weil wir jetzt nach den 2 Jahren einfach der Auffassung sind, wir haben jetzt die bevorzugten Lieferanten. Wir wissen, wo wir unsere Kerne beziehen, wie die Kerne aufwachsen. Das ist uns alles wichtig. Nachhaltigkeit, wenig Verpackung. Und das sind so unsere Schlagworte momentan. Also das ist uns wichtig. Zielgruppe. Was ist eure Zielgruppe? Zielgruppe, jeder Mensch, der sich gesund ernähren will. Ja, natürlich haben wir auch eine Zielgruppe. Das sind für mich die Menschen, die sich Low Carb ernähren, einfach als Bestandteil in der Ernährung. Dann natürlich auch Geschäftsreisende, weil wenn ich am Abend spät im Flugzeug lande, wie schön ist es, noch in Nürnberg 3 Weckle zu essen. Aber eigentlich ist es ungesund. Aber die drei Würstchen kann ich mir in so ein Low-Carb-Ding reinlegen und hab wieder ein Völlegefühl. Ich habe mich basisch ernährt, ich habe fast keine Kohlenhydrate zu mir genommen und ich habe was bewusst für meine Gesundheit getan und das Schlagwort E-Stoffe und Zucker ist für mich ganz wichtig. Und übrigens, by the way, wir vermarkten es nicht als Eiweißbrot, es hat aber doppelt so viel Eiweißgehalt als die Brote, die als Eiweißbrot vermarktet werden. Das heißt, es geht auch in Richtung Sportler. Ich glaube, jetzt kommt es natürlich auf den Vertrieb an, weil ich glaube, die Nachfrage ist schon groß. Wir leben ja in dieser veränderten Welt. Ich manchmal auch als sehr anstrengend oftmals mittlerweile empfinde, dieses wirklich übervorsichtige Sein, was darf man essen, was darf man nicht essen, was tut einem Körper gut, was tut einem nicht gut. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, wir vergessen selbst wirklich auch den Spaß am Essen, wobei ich Bewusstsein immer ganz, ganz weit oben feststelle oder natürlich auch der Meinung bin, wir müssen natürlich bewusst auf unsere Lebensmittel blicken. Aber wohin eure Reise dann noch geht und was es für euch eben auch noch mit Genuss zu tun hat, darüber werden wir uns auch gleich noch unterhalten. 80 Jahre. Wahnsinn. Schon, ne? Da sagt man Chapeau, oder? Definitiv. Ja, finde ich auch. Also da könnte ich ja die Frage gleich weitergeben, Frau Müller. Wenn es wirklich ja um einen neuen Zeitgeist geht, den haben Sie ja wahrscheinlich schon auch mitbekommen, dass sich vieles im Leben verändert hat. Also gerade so die letzten, ist doch gar nicht so lange her, die letzten 10 Jahre, was Ernährung anbelangt, was wirklich Achtsamkeit, Wertschätzung anbelangt. Gehen wir wieder zurück in eine Zeit, aus der Sie quasi kommen, wo ich immer sage, das Thema Wertschätzung, das Thema miteinander umzugehen, war ja schon ein anderes. Da würden wir gerne wieder zurück. Ja, das könnte ich jetzt so nicht beantworten. Also meine Ernährungswege, die haben sich von meiner Jugend bis jetzt sehr geändert und das, was ich jetzt hier von Ihnen bekommen habe, also Ihre Backe, die finde ich ganz prima, aber das wird erst nachher gegessen, weil Essen auf der Bühne ist was ganz Schreckliches, vor allen Dingen, wenn es sowas ist, was krümelt und dann kann man gar nicht mehr richtig sprechen, deswegen lasse ich das. Und ich bin total glücklich, weil ich habe hier auch bei uns im Studio quasi hier Essverbot eigentlich verteilt, weil ich gesagt habe, wir müssen auch ein bisschen unser Studio mit Wertschätzung behandeln und hier nicht alles vollkrümeln. Ja, richtig. Aber was die Veränderung angeht, ich mache in meinen Salat, den ich also jeden Tag schnipsle, fast 20 Minuten lang schnipsle ich alles, was ich da habe. Das fängt an mit Paprikaschoten, wenn es geht, gelb, damit sie gut zu den roten Tomaten passen. Äpfel, Apfelsinen oder Mandarinen, was halt da ist. Chicorée, Fenchel, wird alles klein geschnipselt und da kommt dann Kürbiskernöl drüber und als neuestes sogar Hanföl. Und als ich meinen Kindern das gesagt habe, jetzt habe ich auch Hanföl, da haben die gesagt, jetzt werden die Eltern erwachsen. Kein Wunder. Hanfnüsse, nicht Hanföl, Hanfnüsse. Ja. Gibt es gemahlene Hanfnüsse? Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Also ich kann zum Geschmack nichts sagen. Sie sind klein gemahlen, als ich sie gekauft habe und streue ich sie halt immer drüber. Vielleicht und Hai bin ich davon noch nicht geworden, aber erwachsen. Wie die Kinder sagen, jetzt werden die Eltern erwachsen. Ja. Wie ist das mit der neuen Generation der Künstler? Also auch am Theater. Also es hat sich ja schon auch einiges verändert. Also kleine No-Names,
ist, die über Nacht zu Superstars werden können heutzutage durch die Vielfalt der Social-Media-Bereiche. Ja. Wie sehen Sie das? Also, naja, das sehe ich ja so mehr aus der Ferne. Weil in unserem Theaterchen, da gibt es nicht so plötzlich, dass man da der große Superstar wird, sondern da ist das Spielen auf der Bühne, das gemeinsam zusammenkommen und ein Stück erarbeiten, ist das Wichtigere. Was ich da nur sehe bei den jungen Mädchen zum Beispiel, dass die das ziemlich schwer haben. Die Kinder haben, wie die das sich einteilen müssen, ihr Leben, damit das mit den Proben und mit den Vorstellungen oder mit den Gastspielen, die wir ja auch machen, damit das geregelt werden kann. Also das haben die sehr schwer. Da hatte ich das große Glück, dass meine Mutter da war. Mein Vater ist nicht aus dem Krieg wiedergekommen und deswegen sind wir halt als Familie ganz zusammengerückt. Und ich denke, dass es ihr auch gut getan hat, immer die Oma zu sein. Und da hatte ich halt, da brauchte ich mir überhaupt keine Gedanken zu machen. Ich konnte meinen Beruf so wie er kam, ausüben und die Kinder waren immer gut versorgt und aufgehoben. Und das haben die jungen Mädchen heute nicht so leicht. Also da denke ich manchmal Donnerwetter, wie die sich anstrengen müssen. Also eher, Sie haben eher den Respekt quasi vor der Jugend, dass Sie das alles ganz gut auf die Reihe kommen. Jetzt gibt es natürlich gerade im Berliner Kriminaltheater Stücke, die man über viele Jahre kennt. Also die kennt eine Generation, Ihre Generation, genauso wie meine Generation, aber genauso wie wahrscheinlich die Generation von Matthias Heimberger. Arsen und Spitzenhäubchen ist ja nun mal ein Stück, da kann man ja nicht wirklich viel verändern, oder? Mhm. Also ist das auch was Schönes, dass es eben Stücke gibt, die so gleich geblieben sind? Ja, das ist natürlich was Schönes, dass es die Leute alle freut und das ist ja eigentlich was Schreckliches ist, oder? Wenn ich da so 12 Männer umbringe, dass man das aber trotzdem mit Humor und mit Liebe. Wir werden hinterher geliebt, die Annette und ich, die wir das also gemeinsam, dieses Gift anrühren und verteilen. Wir werden vom Publikum geliebt, also die nehmen das genauso, wie wir es meinen. Nehme ich nicht ganz ernst. Ja. Sowas wie Vorbilder oder so? Also hatten Sie die vor 60 Jahren schon, als die Karriere losgegangen ist? Und gibt es sowas heute noch? Oder? Also gibt es sicher, aber hatte ich nicht. Nein. Ich komme vom Wedding und dass ich jemals am Theater landen würde, stand nicht in meinen Sternen. Und das ist alles Zufall. Einfach so gekommen und ich habe es genommen, wie es gekommen ist und habe versucht, das Beste draus zu machen. Eine glückliche Fügung, kann man schon auch so sagen. Ja, habe ich Glück im Leben gehabt, ja. Sehr viel Sympathie, die Sie verbreiten, sehr viel Charme, der rüberkommt. Und den kann vor allem natürlich auch die Berliner Besucher vom Berliner Kriminaltheater oder wenn man in Berlin mal einen Kurztrip macht, sollte man das Berliner Kriminaltheater auf jeden Fall mal besuchen. Denn da wird man Vera Müller unter anderem sehr häufig auf der Bühne zu sehen bekommen. Jetzt auch wieder in einem Stück, das bald aufgeführt wird, mit dem Sie quasi in ein neues Lebensjahr gehen werden. Darüber werden wir uns auch gleich noch unterhalten. Jetzt machen wir erst ein kurzes Päuschen und danach wollen wir nochmal ausblicken auf den weiteren Werdegang von Low Carbling, was Susanne und Jens noch so alles vorhaben. Sie heißt No Eyes, geboren in Minnesota im Indian Nation Reservat. Ihre Gabe ist die Hellsichtigkeit. Sie sieht alles in der Aura und bietet außerdem spirituelle und hellsichtige Lebensberatung an. Sie ist stets im direkten Kontakt zur geistigen Welt. No Eyes arbeitet mit der Medizin der Mutter Erde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele anzuregen. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang. Tauchen Sie ein in die mystische Welt der Indianer. Da sind wir schon wieder. Habe ich mich gerade gesehen, dachte ich mir, was machen die denn da? Susanne Herrmann und Jens Schneider sind heute zu Gast und beide haben etwas mitgebracht, was ja nicht einfach mal so schnell erfunden worden ist. Es hat schon ein bisschen gedauert, aber jetzt mittlerweile sich ganz gut auf dem Markt etabliert hat. Und zwar ein Brot, aber nicht irgendein Brot, sondern ein Kohlehydrat, quasi fast freies Brot, das man im Internet beziehen kann. Also unter Low Carbling können Sie auch mal vorbeischauen. Da werden Sie die einzelnen Dinge, die man bestellen kann, mal durchtesten können. Ist es denn heutzutage auch wirklich schwierig, sich auf diesem Markt der Ernährung, der ja so riesengroß geworden ist, oder überhaupt zu etablieren? Also wie kann man sich denn da überhaupt durchsetzen?
Das ist eine gute Frage. Das wissen wir noch gar nicht. Wir sind gestartet letztes Jahr mit der Geburt unseres zweiten Sohnes. Haben wir sozusagen auch die Geburt unseres Low-Carb-Links gefeiert. Und seitdem sind wir damit beschäftigt, die Nachfrage, die um uns herum stattfindet, zu befriedigen. Wir sind seit November regional mit der Hofladenbox zusammen. Das heißt, wir beliefern dort die Brötchen jeden Freitag frisch und die werden auf die Kunden verteilt. Und damit sind wir aktuell gut beschäftigt. Ich meine, dass sich der Verbraucher verändert hat, das werdet ihr wahrscheinlich auch nur unterstreichen können, ja. Dass sich da wirklich viel entwickelt und viel getan hat. Das heißt, der Kunde geht jetzt wirklich wieder bewusster an Sachen ran, ne? Ja. Will wissen, was ist da drinnen, will sich wieder was Gutes tun, was ja für den Markt natürlich auch spricht und was, glaube ich, heutzutage auch noch eine ganz große Rolle spielt, ist wirklich diese Wertschätzung, diese Achtsamkeit. Ihr seid jetzt auch ein kleiner Betrieb, der alles eigentlich quasi selber macht, ne? Ja, also es gab verschiedene Lebensmittelskandale, ja, die immer auf industriell gefertigte Massenfertigung Ware gehen. Ja, immer schneller und immer mehr und im Zusatzstoffe rein und diese versteckten Dinge in den Lebensmitteln, die finden wir halt ganz furchtbar. Mhm. Also ich meine, wenn jemand Zucker essen will, dann ist es ja okay, aber dann muss er es bewusst tun, wenn er eine Marmelade mal auf dem Brötchen essen will. Aber das Zucker oder Salze oder E-Stoffe hineinzuschmuggeln, nur um irgendeine Funktionalität zu erreichen, das ist ja das Thema. Das finden wir halt wirklich nicht gut, ja. Aber manchmal ist man doch auch ein bisschen gestresst, oder? Genau. Also ich finde es manchmal schon auch stressig, nicht nur für mich, sondern gerade wenn man Besuch bekommt oder so. Also man muss ja mittlerweile auf fast jeden Einzelnen Rücksicht nehmen, weil der eine ist plötzlich ein Veganer geworden, der andere ist zuckerfrei. Ich kann nicht mehr so kochen, wie ich das früher machen konnte. Ist das eine positive Entwicklung oder ist es manchmal so, dass man sagt, oh, wenn wenigstens alle irgendwie nur noch Low-Carb-Brötchen essen würden? Gut, also du sagst es gerade, es ist schwierig und genau da kommen wir ins Spiel. Weil unser Ansatz war ja nicht zu sagen, wir stellen ein Brot her, sondern nein, wir wollten ganz speziell ein Brötchen, das man einpacken kann, was man mitnehmen kann, was überall verfügbar ist, was sowohl am Abend als auch in der Früh gegessen werden kann, mit dem großen Vorteil, es ist bereits fertig. Mhm. Und es ist fertig. Ein leckeres Brötchen und es ist keine Mischung. Träume, Ziele. Also es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile auch wirklich viele Unterstützer von außen. Start Next, Crowdfunding ist ja so ein Thema, was unsere Zuschauer, glaube ich, mittlerweile schon auch öfters mal bei uns gehört haben. Das heißt, dass man junge Unternehmen unterstützen kann, weil die einfach eine tolle Idee auf den Markt gebracht haben. Weil es kostet natürlich auch Zeit, es kostet natürlich auch Geld, sich intensiv mit einem neuen Produkt zu beschäftigen. Auch da seid ihr am Start, ne? Ja, auch da sind wir am Start. Da findet ihr uns auch. Und wir wollen uns vor allem weiterentwickeln. Zum einen, die Produktion ist im Moment recht anstrengend mit Küchenmaschinen, die man so kaufen kann. Und wir müssten eigentlich professionellere Gerätschaften anschaffen. Und dann gibt es vielleicht auch noch ein paar Varianten, die wir gerne ausprobieren möchten, neben denen, die schon gut angenommen werden, Standard und Mitkümmel. Dann suchen wir regionale Vertriebspartner auch, so wie die Hofladenbox in Nürnberg führt in der Gegend. Ja, und dann würden wir gerne noch ein bisschen wachsen. Die Nachfrage ist da. Und ja, zudem arbeiten wir noch an einer Verpackung aus einem Leinensack, auch bio-öko und in der EU gefertigt natürlich. Ja, und wir experimentieren auch rum, dass neben dem fertigen Brötchen wir auch eine vakuumierte Backmischung versenden. Die ist dann ein Ticken günstiger, weil die Arbeitsleistung nicht drin ist und zum Selbstherstellen zu Hause. Riesenthemen. Also man könnte, glaube ich, wenn man heutzutage wirklich etwas, ich sage jetzt mal, political correct wirklich auf den Markt bringt. Ja, so hundertprozentig schafft man es ja nie, weil man irgendwie trotzdem irgendwelche Steine in den Weg gelegt bekommt, sei es mit der Verpackung. Auch da muss man natürlich irgendwie gucken, dass das alles irgendwie nachhaltig ist. Aber die Ansätze, die sind zumindest da und ich glaube, wir bewegen uns da in eine ganz gute Richtung, oder? Ja, ich finde schon. Hm. Und es macht ja auch Spaß und es ist immer noch ein Hobby. Also macht Freude. Das ist ja immer das Allerschönste, wenn man sagen kann, man macht
Dinge, die man mit dem Herzen tut, weil ich glaube, auch das ist so ein Thema in den Produkten, da will man auch, und diese Sprüche, wir kennen sie alle, das ist mit Liebe gekocht, das ist mit Liebe zubereitet, das kann noch scheußlich schmecken und trotzdem würde man es essen. Bei euch ist Liebe drinnen und das Schöne ist, es schmeckt auch noch und es tut eben auch noch gut. Wenn Sie wirklich mal auf die Suche gehen oder wenn Sie mal etwas anderes ausprobieren wollen, vielleicht auch wirklich diese Einfachheit haben wollen, dass Sie morgens das Paket Brötchen nach Hause geliefert bekommen, dann sollten Sie auf jeden Fall mal bei Low Carb Link vorbeigucken, denn es ist wirklich was ganz Besonderes und es ist etwas, worauf, glaube ich, viele unserer Zuschauer auch großen Wert legen, nämlich auf diese powervolle, leichte Ernährung. Und viele haben mit Sicherheit auch darauf gewartet, wann gibt es endlich mal so ein quasi kohlenhydratfreies Brot. Leichtigkeit und Power, da hat einer unserer Zuschauer jetzt die Chance, das auch wirklich zu bekommen, nämlich ein kleines Probepaket. Das schicken Jens und Susanne Ihnen zu, wenn Sie unseren Anrufbeantworter anrufen und folgende Frage drauf präsentieren bzw. richtig beantworten. Wir wollen heute wissen, welches Produkt präsentieren denn heute Susanne und Jens? A, den Low Carb Link oder B, den High Fatling? Unter den eingeblendeten Telefonnummern, wie immer, bis 15 Uhr, also ein paar Minuten haben Sie noch Zeit, sind wir zu erreichen. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, mobil kann es auch etwas teurer werden, 18 Jahre sollten Sie sein. Alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Ich finde es immer toll, wenn Gäste kommen, die Ideen hatten, die sagen, wir setzen das jetzt auch um und vor allem, die Ihnen zu Hause natürlich auch gut tun sollen. Wir machen mal ein kleines Päuschen, schön, dass ihr da wart und gehen dann nochmal mit Vera Müller ein klein wenig ins Gespräch. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert. Seine Angebote können Sie jetzt bestellen unter www.regenbogen-esoterik.de, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. So, also, wenn man mal gute Unterhaltung möchte, dann sollte man auch mal wieder ausgehen, dann sollte man mal wieder ins Theater gehen. Und hier in Berlin gibt es ein wunderbares Theater, das nennt sich das Berliner Kriminaltheater. Und wenn Sie da noch nie waren, sollten Sie auf jeden Fall mal vorbeischauen, denn da könnten Sie unter anderem Vera Müller auf der Bühne sehen, die am nächste Woche ihren 80. Geburtstag auf der Bühne feiern wird. Ist das nächste Woche? Dieser Sonnabend ist doch diese Woche, oder? Ist doch diese Woche, natürlich. Ich bin ein bisschen raus mit den Zeiten. Ich habe jetzt so lange frei gehabt, dass ich hier so lange nicht saß. Deswegen ist denn noch Februar oder haben wir schon März? Das ist dann schon März. Das ist der zweite März. Der zweite März, genau. Und für das Astro bin ich dann ein Fisch. Genau. Ja. Und auf der Bühne aber immer noch zu sehen, auch mit einem Stück von Agatha Christie, die ja eigentlich auch nie aus der Mode kommt. Ne? Mhm. Also. Ich habe schon mehrere Agatha Christies in dem Theater gespielt. Gott sei Dank, freue ich mich auch sehr drüber. Und ob ich in diesem Stück ein Mord wird angekündigt, morde oder gemordet werde, werde ich nicht verraten. Da muss man sich auf jeden Fall spiele ich es sehr gerne. Hier haben wir nochmal, also wie kann man sich denn die ganzen Texte auch wirklich merken? Weil als ich im Berliner Kriminaltheater war, ist mir schon auch bewusst geworden, dass es ja unten in den Katakomben quasi, also in den Umkleideräumen, die Lautsprecher, sind da unten, genau, die Lautsprecher gibt, wo man ja schon dann auch weiß, wann man wieder oben rechtzeitig auf der Bühne erscheinen muss. Also muss man ja eigentlich das komplette Stück, auch die Rollen der anderen, im Kopf behalten. Richtig, ja. Wie schaffen Sie das? Ich kann das nur auf der Bühne. Wenn ich hier so frei spreche, bin ich ganz hilflos. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Aber die gelernten Texte auf der Bühne ist kein Problem. Gott sei Dank. Dafür gibt es ja Proben. Aber wie viele Bücher hat man denn als Schauspielerin im Kopf? Na, haben im Sie Augenblick das mal mitgezählt? Sind das, glaube ich, 4 oder 5 Stücke, die ich im da Augenblick, spiele. Aber was hat man in den 60 Jahren? Wie ja, viele na, Bücher das haben ich, da? Alles, was ich nicht brauche, vergesse ich sofort wieder. Ich behalte nur das, was gebraucht wird. Und eben, wie gesagt, immer nur auf der Bühne, in der Szene, da ist da ist es da. Ja, und gibt es so Stücke, wo man sich immer wieder drauf freut? Oder gibt es auch Stücke, wo man sagt, das ist manchmal anstrengend? Na, also jetzt der Passagier 23, der ist, da freue ich mich insofern drauf,
weil ich da in der Pause schon nach Hause ging und mein Mann darüber sehr froh ist. Aber ja, nee, ich freue mich eigentlich auf alles, was ich da spiele. Passagier 23, Fitzek, Agatha Christie sind natürlich zwei komplett andere Schreibweisen, komplett andere Arten, ja, vielleicht auch Theater zu spielen. Fitzek ist ja eher dieses neue, das modernere Theater. Mhm. Ist es da manchmal schwierig, in so eine Rolle sich reinzufinden? Also die habe ich, also ich habe, da war ich in den Proben leider nicht dabei und deswegen habe ich diese Sicherheit, die ich in allen anderen Stücken habe, da noch nicht. Da habe ich kurzfristig oder sehr kurzfristig übernommen und der Einstieg ist auch so sehr sachlich und so muss so sehr genau sein, dass ich die erste Vorstellung mit dem Text in der Hand gemacht habe. Mhm. Da hatte der Regisseur, der extra gekommen ist, gesagt, du machst lieber so, mit dem Text in der Hand ist besser. Da gehe ich jedes Mal, weil ich die Proben nicht von Anfang an dabei hatte, gehe ich jedes Mal mit großem Respekt, was den Text angeht, hin. Obwohl es also auch kein Problem gibt eigentlich. Aber da bin ich nicht so zu Hause wie in den Stücken, die ich gearbeitet habe. Partner, die spielen ja auch eine große Rolle. Also mit wem spielt man gerne, mit wem spielt man nicht? Gibt es so für Sie in all diesen Jahren jetzt nicht unbedingt den Partner, mit dem Sie vielleicht sogar schon gespielt haben, aber mit dem Sie gerne mal auf der Bühne gestanden hätten? Nee, mir haben alle die, mit denen ich gestanden habe, ganz gut gefallen. Da hat keiner nach Knoblauch gerochen. Aber gibt es keinen, wo Sie sagen, das wäre nochmal irgendwie für mich etwas ganz Besonderes, mit demjenigen vielleicht irgendwie mal ein Theaterstück zu spielen? Also ich habe sehr gerne, weil da das Plakat liegt, mit dem Peter Gröger gespielt und mit dem Manfred Borges, die jetzt beide nicht mehr dabei sind. Weil sie noch älter sind als ich. Und ja, die jetzigen Kollegen habe ich mit jedem, Gott sei Dank, einen guten Kontakt. Und also berühmte Kollegen hatte ich auch schon auf der Bühne. Mario Adorf war mal mein Partner und Keutner war mal mein Partner. Mhm. Und oft mir fällt das auch. Die Namen kennt ja heute gar keiner mehr, mit denen ich angefangen habe. Die sind genau. Neulich hat mich im Aufzug eine Frau angesprochen, als ich vom Gastspiel kam, und hat auf meine Kämme hingewiesen und hat gesagt, das ist ja uralt, das gibt's ja nicht mehr. Und ich gesagt, ja, bin ich ja auch uralt, wie meine Kämme. Ich war im Berliner Kriminaltheater ja auch unten, eben im Maskenraum unter anderem, und da hat mich eine Dame auch sehr beeindruckt, die ist noch ein bisschen älter als Sie, Frau Löffler nämlich. 2 Jahre unsere Erika, ja. Ja, die Chefmaskenbildnerin vom Berliner Kriminaltheater, also auch eine, die wirklich zum alten Eisen gehört. Und jeden Tag im Theater ist. Also ich weiß gar nicht, wann die frei hat. Ja, und mit so viel Power und so viel Energie da unten richtig. Steht und mit so viel Liebe auch zu ihrem Beruf. Ja. Also an Rente denkt man wahrscheinlich gar nicht, oder? In dem Bereich, in dem Job, in dem Sie da auch tätig sind. Naja, ich bin schon ganz froh, dass ich die Rente kriege. Aber, aber daran denke ich natürlich nicht, wenn ich spiele, das ist klar. Also es gibt eigentlich nie, also man sagt ja immer, Schauspieler, die zieht es immer wieder zurück auf diese berühmten Bretter, die die Welt bedeuten. Also man kann einfach nie irgendwie aufhören damit. Es ist wie so eine kleine Sucht. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn ich das nicht mehr bekomme, dieses am Abend dort sein müssen oder dort sein wollen, ist ja viel besser. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, aber wenn es irgendwann mal nicht mehr ist, werde ich damit auch leben können. Aber ich hoffe, dass ich noch mal eine Premiere am Kriminaltheater spielen kann. Das fände ich schön. Und ja, wenn nicht, dann... Also ich bin mir sicher, dass man Sie noch auf vielen, vielen Stücken oder in vielen, vielen Stücken dann nochmal erleben wird. Und ja, der 80. Geburtstag, das glaube ich, ist schon etwas ganz Besonderes, den zu feiern. Man muss ja nicht nur Brötchen essen, man kann auch trinken. Und da gibt's Champagner. Ja. Das ist auch gesund. Absolut. Und ich kann da wirklich nur sagen, also wirklich Respekt, denn das sind ja manchmal nicht nur eine Vorstellung am Tag, die gespielt wird, sondern es sind teilweise 2 Vorstellungen, ja, die man... Sondern in der wirklich Winterzeit auch, immer 2, ja. Die man da durchziehen muss. Und ich glaube, das ist schon auch irgendwann mal anstrengend. Ja, aber das ist auch nicht so schön. Ich meine, nicht, dass sie mich so furchtbar anstrengen, aber es ist die Wiederholung. Ich würde lieber 2 verschiedene Vorstellungen an dem Abend spielen. Ja. Das würde mir besser gefallen. Also eine neue Herausforderung, die würde mir besser gefallen, als zweimal dasselbe machen. Das, da, ja.
Vielleicht können wir das mal einführen. Wer in Berlin ist, der sollte auf jeden Fall eines mal tun, nämlich vorbeischauen beim Berliner Kriminaltheater. Und wer vielleicht keine Chance hat, der kann bei uns nochmal vorbeischauen, bei Facebook oder natürlich auch bei YouTube. Da haben wir nämlich auch mal den Blick hinter die Kulissen geworfen. Das war auch eine sehr, sehr schöne Folge, die ich mir immer wieder ganz gerne angucke, weil man da mal wirklich sieht, dass Schauspielerei gerade im Fall von einem Theater eben nicht unbedingt nur der rote Teppich bedeutet, sondern dass man manchmal auch eben sich sehr zurücknehmen muss, um auf der Bühne zu glänzen. Das war ein sehr schöner Blick hinter die Kulissen. Ich freue mich aber auch immer, wenn das Berliner Kriminaltheater uns Schauspieler vorbeischickt. In dem Fall eine ganz besondere Schauspielerin, Vera Müller. Am 2. März feiert sie ihren 80. Geburtstag und das natürlich auch auf der Bühne. Vielen herzlichen Dank für den heutigen Besuch. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank natürlich nochmal an Susanne und Jens. Mehr Informationen wie immer über Leichter Leben, über die Sendung, über unsere Gäste bekommen Sie bei uns bei Facebook. Wir gucken nochmal auf den Spruch des Tages, was der uns noch zu sagen hat. Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Guck mal einer an. Winston Churchill und passt immer noch in unsere heutige Gesellschaft. Ja, gehe ich jetzt an dieses Brötchen. Jetzt können Sie endlich mal, es endlich krachen lassen, Frau Müller. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns morgen wieder. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, ich freue mich drauf. Ich hoffe, Sie sich auch. Kommen Sie gut in diese Woche. Bis morgen. Adios. Tschüss. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten.